Auch dieses Jahr hat der Robert Kern, um den Vielhelfer und die Gattersage Danke sagen, etwas Spezielles organisiert. Eine Fahrt mit der Museumsbahn Etzwilen-Singen. Eigentlich fast vor der Haustür. Man hat etwa einmal darüber lesen im Schaffhauser Bock und jetzt wissen wir etwas mehr und erinnert euch sicher, wenn wieder davor berichtet wird. Leider haben nicht alle, die eingeladen waren, können mitkommen. Die Anmeldung ist recht kurzfristig gekommen und der Verein zur Erhaltung der Bahnlinie Etzwilen-Singen, VES, wo die Bahn betreibt, kann nur beschränkt zu Dampffahrten anbieten, weil jedes Mal ein Dampflok vom Dampfverein Zürcher Oberland oder vom Verein Dampflok Muni muss gemietet werden. Wir sind mit dem Postauto, SBB und einem Kaffeehalt Schaffhausen auf Stein am Rhein gefahren. Auf der Homepage der Museumsbahn steht, die Organisation unserer Museumsbahn ist für Außenstehende schwer durchschaubar. Ja, mir ist es auch so ergangen. Und auch bei dieser Rangiererei im Bahnhof Etzwilen bin ich nicht so draus gekommen. Wenn man aber auf die Karte schaut, wird vieles klar. Weil es nur von Schaffhausen her einen Abbieger in Richtung Singen hat, müssen die Loken bei den Zügen aus Eschenz umgehängt werden. Und das auch auf der Rückfahrt. Wir fahren eben zu den Loken. Ja, danke schön. Nein, ich muss nicht. 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 Ich muss n
gut, ja schon. Dürfen wir noch mitkommen? Ja. Passt sie auf, wenn Kleine, nicht, dass sie den Kopf passt. Wie lange warten wir da? Weißt du, wir wollen nicht raus. Wie sagt man? Sagen wir, da komme ich gerne durch. Bin ich bereit? Gut für euch. Für euch gut. Gut, ja. Du musst den auch noch mit, hä? Ja. Kommen wir dann mit dem Chef nach. Stimmt. Zrielasingen ist vorläufig ein Bahnhof. Aber bald sollen die fehlenden Schienen wieder eingebaut sein und man wird können bis auf Singen fahren. Bahnfans erhoffen sich auch, dass irgendwann mal ein Rundkurs Singen, Schaffhausen, Etzwilen, Singen wird möglich sein. Wir haben den Aufenthalt für ein Familienfoto benutzt und nachdem die Muni umgehängt war, ist wieder gemütlich Richtung Etzwilen und Stein am Rhein gegangen. Da. Also da ist der Kreisel. Ja. Also richtig, Foto. Thank you.
auf dem Spaziergang vom Bahnhof in die Altstadt, wo es viele interessante Sehenswürdigkeiten zu sehen gibt, hat sich so langsam der Hunger gemeldet. Die Zeit war reichlich bis zur Schiffsabfahrt, darum hat es noch ein Apéro in der Nähe der Schiffsstation. Wenn ich früher nicht so richtig gewusst habe, was trinken beim Apéro, habe ich einen Tomatensaft bestellt. Heute ist offenbar Aperol so ein Allrounder-Getränk. Und eine gute Diskussionsbasis. Es hat nämlich niemand so genau gewusst, aus was das gemacht ist. Und offenbar muss man in Italien bei so einem bereits 100-jährigen Getränk nicht anschreiben, was drin ist. Ich habe recherchiert. Wikipedia sei Dank. Aperol ist eine Marke der Campari-Gruppe. Es ist ein Destillat aus Rhabarber, China-Rinde, gelbem Enzian, Bitterorange und aromatischen Kräutern mit einem Alkoholgehalt von 11%. Thurgau ist pünktlich gefahren, unsere Plätze sind reserviert, der Service freundlich und effizient und das Essen sehr fein gewesen. Es hat mich irgendetwas vorausgetrieben, und zwar rechtzeitig, wo wir unter der Brücke bei Hemmishofen gefahren sind. Vor ein paar Stunden sind wir ja zweimal über diese Brücke gefahren. Die Brücke gehört der Stiftung Eisenbahnbrücke Hemmishofen und die wiederum zur Stiftung Museumsbahn. Wie heisst es doch schon wieder auf dieser Homepage? Die Organisation unserer Museumsbahn ist für Außenstehende schwer durchschaubar. Der Abschluss von diesem interessanten und lehrreichen Tagesausflug war ein Spaziergang von der Schiffsstation zum Bahnhof Schaffhausen. Und auch hier gibt es überall etwas zu sehen, für die, die Zeit und die Augen offen haben. Inzwischen sind auch die Zeiger der Uhr im St. Johann wieder montiert. Die astronomische Fronwagturmuhr zeigt die Zeit nicht so genau an. Sie hat nämlich nur einen Stundenzeiger, dafür einen Tages-, einen Mond- und einen Sonnenzeiger. Danke Robert fürs Organisieren.